Nun okay. Es ist gut, dass wir alle hier zusammen sind. Das ist gut. Aber es scheint, dass wir hier nicht alleine leben. Und warum? Ja, jemand streift nachts durch das Haus rum. Sprichst du von diesen seltsamen nächtlichen Schritten? Hast du es auch gehört? Ich dachte, ich hätte zu viele meiner Horrorgeschichten gelesen und würde mir etwas einbilden. Wollt ihr damit sagen, dass wir Geister in unserem Haus haben? Freunde, Geister sind in unserem Haus. Bitte like das Video. Welche Art von Geistern? Gewöhnliche Diebe? Zum Beispiel ist meine Powerbank weg. Dann war es einer von euch. Es ist unwahrscheinlich, dass der Geist ein iPhone hat. Ja klar, einer von uns. Ich liebe es, alles von mir persönlich zu stehlen. Meine Handyhülle ist übrigens auch weg. Übrigens, als ich die Schritte hörte, verschwand meine rituelle Kröte. Na Gott sei Dank. Ich war es leid, dass sie nachts krächzte. Vielleicht warst du das ja. Du wolltest schon lange mal Froschschenkel probieren. Natürlich brauche ich unbedingt eine billige Tasche, eine Powerbank und eine picklige Kröte. Mist. Was ist, wenn ich heute Abend dran bin? Jetzt bekomme ich Angst. Warum habt ihr mir das nur erzählt? Ross, hast du etwas verloren? Noch nicht. Wartet, ich habe meine zweite Socke heute Morgen nicht gefunden. Glaubt ihr, wir haben einen geisterhaften zu vielen Fetischisten? Nun, das ist reine Spekulation. Vielleicht war es nur ein Waschbär. Der Waschbär klingt irgendwie besser. Ich schlage vor, dass ihr nachts im Dienst seid. Wir wechseln uns mit der Aufgabe ab, herauszufinden, was vor sich geht. Und wir werden den unverschämten Waschbären bestrafen. Glaubst du, das war ein Waschbär? Wer auch immer es ist, ich brauche meine Powerbank zurück. Wie soll ich Bilder von einem leeren Handy posten? Ich bin dabei. Und ich. Ich auch. Ich auch. Ich bin zuerst im Dienst. Mist, es ist so ungemütlich, sich hier zu schminken. Ja, ich hab dich. Ich werde dir so viel Angst einjagen, dass du vergessen wirst, wie man die Sachen anderer Leute stiehlt. Ich hoffe, ich sehe wirklich gruselig aus. Ah! Geister! 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 Was soll denn das? Hör auf damit! Hör auf! Was ist passiert? Geister! Ah, oh, oh, Hilfe! Hilfe! Ah. Warum hast du dir das Make-up gemacht? Ich dachte, ein Dämon wäre hinter deiner Seele her. Während du mich geschlagen hast, sind die Geister verschwunden. Hast du dich mal im Spiegel angeschaut? Er ist bestimmt abgehauen, als er dich unten getroffen hat. Verschwunden vor Angst, okay? Und es war ein Geist? Ach, wie schrecklich. Was sollen wir tun? Keine Angst, Stacy. Heute bin ich im Dienst. Und übrigens kann ich richtig gut Karate. 2 Wochen in der 1. Klasse. Ja und? Das hat schon gereicht für mich. Welche Art von Karate? Geister sind körperlos. Du kannst sie nicht schlagen. Doch. Hast du überhaupt schon mal was von Schattenboxen gehört? Kumpel, Schattenboxen ist ein bisschen anders. Das ist ein Training ohne Partner und so. Ach, soll er doch machen, was er will. Macht nur nicht das Licht an. Geister tauchen nie im Licht auf. Sag mal, hältst du mich für dumm? Komm schon, zeig dich. Ich habe alle Teile des Schattenboxens gesehen. Ich werde dich auf jeden Fall besiegen. Ist da jemand? Komm nicht hier hoch, okay? Ich kenne alle Karate-Techniken und so. Und Kung Fu auch. Und auch Taekwondo. Ich gehe nur auf die Toilette. Ich werde dich nicht belästigen, okay? Gleich raus, also gleich. Gleich sofort. Und hast du die Geister gefangen? Also, ja, sicher. Nein. Aber es war kein Geist, sondern eine riesige Schnauze mit roten Augen. Verdammt,
Das bedeutet, dass wir zwei Monster haben. Warum zwei? Nun, Kate hat Geister gesehen, Gerald hat brennende rote Augen gesehen und es gibt sowieso verschiedene Kreaturen. Na und, Gerald? Hat dein Karate gegen das rotäugige Monster geholfen? Ja, ich war gerade dabei, den Geist zu treffen. Oh ja, den hast du bestimmt besiegt. Ross, wo ist denn deine Brille? Ein Glas ist rausgefallen. Okay, ich werde jetzt ein bisschen zocken gehen. Ich habe die ganze Nacht nach deinen Monstern gegoogelt. Mein Telefon spielt bereits von selbst Videos über Geister ab. Oh Mann. Wie geht es ihm ohne Brille? Ohne sie sieht er nichts. Er wird das Spiel spielen. Ich denke, das kann er. Ja, wer wird als nächstes den Dienst antreten? Bitte, bitte zwingt mich nicht zu gehen. Okay, wenn es eine ernste Angelegenheit ist, lasst mich gehen. Ich habe einen Trank, der alle bösen Geister abwehren kann. Ich dachte eher, du würdest böse Geister beschwören. Wenn man sie ruft, muss man in der Lage sein, sie zu vertreiben. Und wenn heute jemand auftaucht, schicke ich ihn zurück zur Hölle. Hier, nimm das. Und das. Hier, nimm das. Und das. Haben wir jede Nacht einen neuen Dämon? Wer auch immer du bist, mit meinen Zaubersprüchen kommst du nicht klar. Mit meinen Zaubersprüchen kommst du nicht klar. Mit meinen Zaubersprüchen... Warum zum Teufel funktioniert der Zauberspruch nicht? Das ist doch der stärkste. Okay, dann machen wir es so, wie meine Oma es uns beigebracht hat. Hokus. Pfui. Es ist eine Zeitverschwendung. Verdammt, das ist ja furchtbar. Ich werde verrückt vor Angst. Erst die Geister, dann die roten Augen, dann der Geist des DJs. Ja, wenn selbst die Zaubersprüche ihm keine Angst einjagen... Dann weiß ich nicht, was er braucht. Ellens Zaubersprüche erschrecken niemanden. Außer die Omas am Eingang. Ich werde den Geist deiner Türschwellen-Oma heraufbeschwören. Das wirkt auf jeden Fall. Mädchen, nicht kämpfen. Ich als Mensch der Wissenschaft glaube zwar nicht an die Existenz von Geistern, aber ich glaube trotzdem, dass man zusammen nicht falsch liegen kann. Kurzum, heute Abend werde ich selbst im Dienst sein und wenn mir etwas auffällt, werde ich versuchen, eine wissenschaftliche Erklärung dafür zu finden. Das ist in Ordnung. Möge deine Wissenschaft dich bewahren. Ross? Ja? Ross, bist du bereit, mich heute Nacht zu bewachen? Aber du glaubst doch nicht an all das. Nun, man weiß ja nie. Solche Dinge passieren. Was soll ich tun, wenn so ein Monster kommen würde? Du bist so stark und mutig. Ich bin sicher, du wirst mit jedem Monster fertig. Okay, du hast mich überzeugt. Vielen Dank, vielen Dank. Aber ich werde nicht unten sein. Ich werde oben sein und mit meinem Handy spielen. Und wenn irgendwas passiert, dann rufst du mich an, okay? Trotzdem vielen Dank. Na, bist du nicht eingeschlafen? Nein, wie ich versprochen habe, aber ich habe alle Levels im neuen Spiel bestanden. Und wie war es unten so? Leise, wie erwartet. Vielleicht war das Licht umsonst an. Ich schlaf jetzt. Was soll das heißen? Es ist niemand gekommen. Überhaupt niemand? Vielleicht lassen sie uns jetzt in Ruhe. Vielleicht haben meine Zaubersprüche sie doch verscheucht. Nein, ich bin der Meinung, dass man alles von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus angehen sollte. Und es werden keine Monster erscheinen. Okay, deine Wissenschaft gibt uns also keine Erklärung dafür, was in den ersten drei Nächten passiert ist? Nein, ich glaube schon. Aber das wird eine weitere Nacht im Dienst erfordern. Nun, dieses Mal kann ich es machen. Natürlich, wenn alles in der Vergangenheit passiert ist, ist der Mut aufgewacht. Ach, das musst du gerade sagen. Ich bin selber rausgegangen und habe Kreise gezeichnet. Und wenn du an meiner Stelle wärst, wärst du vor Angst in Ohnmacht gefallen. Und der Geist würde dich fressen. Ach, ich? Ohnmächtig? Ich werde nie ohnmächtig. Das klingt doch wunderbar. Schauen wir es uns an. Ob es hier Geister gibt oder nicht, wissen wir noch nicht. Aber ich will wirklich nicht in Ohnmacht fallen. Also schalte ich einfach das Licht an. Nur für den Fall. Puh, selbst wenn jemand bleibt, wird er nicht wieder hierher kommen.
Und morgen soll sich Ross einfach im Dunkeln um sie kümmern. Morgen ist er an der Reihe, seinen Dienst anzutreten. Diese Nacht scheint ja gut zu verlaufen. Mist, Unglücksrabe. Hör zu, Geist, lass uns einen Deal machen. Wenn du eine Handytasche und eine Powerbank magst, dann wirst du das Geld auf jeden Fall nehmen. 1, 2, 3, nimm es. Ich nehme es dir nicht übel, aber fass mich nicht an. Gott sei Dank. Scheint man sich einig zu sein. Ich muss dringend auf die Toilette gehen. Es ist keine Angst. Ich habe einfach zu viel Saft getrunken. Kein Licht, kein Geld hat ihn aufgehalten. Das kann doch nicht sein. Er hat kein Geld mitgenommen. Er hat getötet. Wen? Ich weiß es nicht, aber das Blut. Ja, ich frage mich, wessen Blut das ist. Wahrscheinlich ist es für uns an der Zeit, von hier zu verschwinden. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier kommen ganz viele verschiedene Monster. Kate hat einen Geist gesehen, ich habe ein rotäugiges Monster gesehen, Ellen sah einen Musiker, zu Stacy kam eine Art Wahnsinniger oder so. Oh, Fräulein Wissenschaft hat uns etwas zu berichten. Natürlich werde ich es euch sagen. Meine Damen und Herren, ich beeile mich, euch mitzuteilen, dass Julia Holmes diesen Fall gelöst hat. Nun, erzähl schon, lass uns nicht im Ungewissen. Du solltest es erzählen, mein Lieber. Was? Wie lange schlafwandelst du schon? Wie? Was? In unserem Haus gibt es keine Geister oder Monster. Der schlafwandelnde Ross hat euch alle erschreckt. Natürlich nicht absichtlich. Ich glaub's ja nicht. Wie soll das möglich sein? Ganz einfach. In der ersten Nacht hast du dich im Laken verheddert und bist damit gelaufen. Deshalb hat Kate dich mit einem Geist verwechselt. Und dann war da noch das rotäugige Ungeheuer. Ja, was glaubst du jetzt? Denkst du, das war ich auch, oder was? Erinnerst du dich, dass du sagtest, deine Brille sei kaputt? Ja, und jetzt? Und dass er auch ohne Brille sehr gut sehen konnte, hat niemanden verwirrt. Er hat sogar das Spiel auf der Konsole gespielt. Ja, ich habe es bemerkt. Aber ich dachte, wie? Genau, ja natürlich, Linsen. Ja, ich habe manchmal Kontaktlinsen drinne. Du hast uns erzählt, dass du coole Linsen hast, die im Dunkeln rot leuchten. Das ist das Markenzeichen dieser Marke. Ach so. Und die Musik? Nun, du hast uns erzählt, dass du Videos über Geister gegoogelt hast. Du bist also versehentlich mit dem Telefon schlafwandeln gewesen? Und auf YouTube war ein Video mit gruseliger Musik. Warum hat er denn in deiner Nacht nichts unternommen? Weil er in dieser Nacht nicht geschlafen hat. Ich habe ihn gebeten, mich zu beschützen. Und er spielte die ganze Nacht am Telefon. Oh, Mutti. Wie? Und wen hat er in meiner Nacht getötet? Beruhige dich. Er hat niemanden umgebracht. Könnt ihr es denn nicht riechen? Wir essen oft nachts. Und ihr habt es nicht ordentlich eingeräumt. Ross hat also Ketchup verschüttet. Also räumt bitte hinter euch auf, ja? Oh Mann, und was ist, wenn du dich irrst? Es gibt einen einfachen Weg, um herauszufinden, ob ich falsch liege oder nicht. Und welchen? Ihr habt alle gesagt, dass ihr einige Dinge verloren habt. Powerbank, Tasche, Frosch. Wir müssen unter Ross' Kopfkissen nachsehen. Wenn wir dort Dinge finden, dann ist meine Theorie richtig. Und ich habe recht gehabt. Oh mein Gott, das sind Neuigkeiten. Woher weiß ich, wie lange ich geschlafwandelt habe? Du solltest zum Arzt gehen. Keine Sorge, sowas wird behandelt. Ja, und du hast den Fall gelöst. Aber eine Frage bleibt über. Welche? Warum hat er von jedem von uns etwas genommen, aber nicht von dir? Vielleicht ist das Liebe. Oh nein! Ah! Oh!
Er ist erschwunden, als du dich im Spiegel angesehen hast. Ich werde jetzt den Geist der Eingangsoma auf dich herabbeschwören. Du wirst es nie vergessen. Wir sollten... Ja, natürlich. Und der Geist? Kälzerngeist, ich sah den rotäugigen Koffer. Nee, warte mal.